Guten Morgen und herzlich willkommen hier an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Einstieg des Sportwagenherstellers Porsche in den DAX. Mein Name ist Caroline von Linsingen und ich begrüße Sie im Namen der Deutschen Börse. Begleiten Sie uns live, wenn gleich der Startschuss für die sogenannte Opening Bell Ceremony fällt, mit der die Porsche AG in den deutschen Aktienindex, einen der renommiertesten Aktienindizes der Welt, aufgenommen wird. Wie kommen Unternehmen in den DAX? Was bedeutet es für ein Unternehmen wie Porsche, in den DAX zu kommen? All diese Fragen klären wir gleich. Bis dahin aber erstmal einen Film zur Einstimmung mit den phänomenalen Bildern des Börsengangs von Porsche im September. Was für beeindruckende Bilder des Börsengangs, der mit Sicherheit in 2022 global die größte Medienwirksamkeit auf sich gezogen hat. Ich hätte jetzt hier an dieser Stelle wieder begrüßt den Leiter für Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei Porsche, Herrn Dr. Sebastian Rudolph. Wie Sie aber sicherlich festgestellt haben, steht er nicht an meiner Seite, genauso wenig wie leider der Vorstand und das Top-Management von Porsche. Angedacht war, alle hier heute auf dem Parkett zu begrüßen, gemeinsam mit Ihnen die Opening Bell Ceremony zu begehen. Nun hat uns das Blitzeis in Deutschland einen großen Strich durch diese Rechnung gemacht. Insofern findet diese Veranstaltung nun als eine Mischung aus physisch an der Frankfurter Wertpapierbörse und virtuell statt. Und insofern führe ich Sie heute alleine durch den Teil. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz die Beweggründe und das Tempo von Porsche kommentieren. Vor knapp 3 Monaten, noch nicht mal 3 Monaten, standen Herr Dr. Rudolph und ich hier gemeinsam, haben den Börsengang von Porsche kommentiert. Keine 10 Wochen später sind wir wieder hier. Diesmal geht es um den Einstieg von Porsche in den DAX. Eine unglaubliche Geschwindigkeit, die Porsche da an den Tag legt. Ich weiß, das hängt zusammen mit der enormen Arbeit und dem großen Erfolg, den das Porsche-Team investiert hat. An dieser Stelle auch nochmal im Namen von Herrn Dr. Sebastian Rudolph ausdrücklichen Dank an die 37.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne den dieser phänomenale Börsengang und insbesondere heute auch die irrsinnig schnelle Aufnahme in den DAX nicht möglich gewesen wäre. Ja, lassen wir uns noch einmal ganz kurz auf die Beweggründe des Börsengangs kommen. Der Börsengang war und ist ein neues Kapitel für Porsche, in dem es insbesondere darum ging, Eigenständigkeit und unternehmerische Flexibilität zu bekommen. Und Porsche ist es enorm wichtig, mit erfolgreichen Produkten und finanzieller Performance zu begeistern. Und ich denke, genau dieser Punkt ist sehr entscheidend. Der Börsengang hat sich nicht nur an institutionelle Investoren gerichtet, sondern auch an diejenigen, die bisher keinen Porsche besitzen und gerne als Privatanlegerinnen und Privatanleger Teil der Porsche-Familie werden wollen. Und so war es dann auch am Börsengang, dass aufgrund der ganz starken Nachfrage es extra einen Zuteilungsschlüssel gab, mit dem die Privatanleger bedient worden sind. Und insofern großer Fokus auch hier an die Institutionellen, aber auch an die Privatanleger. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, was der DAX eigentlich ist.
Im DAX 40 sind die größten und wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland gelistet. Der DAX dient nicht nur als wichtigster Börsenindex hierzulande, sondern er ist auch gleichzeitig ein wichtiges Barometer für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Und damit er diese Funktion als Wirtschaftsbarometer wahrnehmen kann, ist es so, dass er regelmäßig überprüft wird. Die Deutsche Börse tut das 4-mal im Jahr anhand festgelegter Kriterien. Das wichtigste Kriterium dabei ist die sogenannte Free-Float-Marktkapitalisierung, also der Börsenwert der frei handelbaren Aktien. Porsche wird von heute an, also vom 19. Dezember 2022, im DAX notiert sein. Für Porsche kam dabei die sogenannte Fast-Entry-Regel zum Tragen, wonach Unternehmen, deren Wert sich besonders gut entwickelt, beschleunigt in den DAX aufgenommen werden. Nun wissen Sie, dass normalerweise dafür ein Rangplatz von 33 ausreicht, um außer Plan im DAX aufgenommen zu werden. Bei Porsche war das bei Überprüfung sogar Platz 22. Nochmal ganz kurz zur Entwicklung des Börsenkurses. Porsche ist mit einem Ausgabepreis von 82,50 an die Börse gegangen. Vorhin, als ich mich umgedreht habe, war der Porsche Börsenkurs bei 97,50 €. Das heißt also eine wahnsinnig starke Entwicklung. Porsche möchte diese Entwicklung nutzen, um modernen und sportlichen Luxus neu zu definieren. Sie wollen konsequent mit Luxus, mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement verbinden. Und es ist die Ambition von Porsche, dass im Jahr 2030 mehr als 80% der neu ausgelieferten Fahrzeuge voll elektronisch angetrieben sein sollen. Außerdem arbeitet Porsche auf eine bilanzielle CO2-neutrale Wertschöpfungskette im Jahr 2030. Finanziell ist Porsche auch enorm robust aufgestellt. Porsche erwartet eine operative Konzernumsatzrendite in der Bandbreite von 17-18% noch in diesem Jahr und einen angestrebten Konzernumsatz in der Größenordnung von 38-39 Milliarden Euro. Dann lassen Sie uns noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, warum es so wichtig ist, dass ein Unternehmen im DAX gelistet ist. Mit einer Notierung im DAX kommt eine enorme globale mediale Aufmerksamkeit, nicht nur durch Analysten, sondern natürlich auch durch die ganzen globalen Investoren, die gerne den DAX mit ihrem Investment nachzeichnen wollen. Damit sind wir dann auch schon fast soweit. Auf der Bühne werden wir gleich den Vorstand der Deutschen Börse für Clearing und Handel, Thomas Bog, sehen und hören. Und aus Zuffenhausen zugeschaltet werden wir den Porsche-CFO Lutz Meschke und den Vorstandsvorsitzenden von Porsche, Oliver Blume, hören. Vorher schauen wir aber noch mal kurz auf den legendären Mythos Porsche. Gänsehaut ist garantiert, so viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Film ab. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Arbeitsplätze. Wir sehen einer guten Zukunft entgegen und verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Porsche kann und darf alles bauen. Es muss nur besser sein als alles Vergleichbare. It's a historic day for Porsche. Nothing can stop them. Gemeinsam mit Ihnen drücken wir heute den Startknopf für eine neue Ära. Haben wir es geschafft mit Ehrgeiz, Disziplin und einem riesigen Einsatz. Jeder Porsche hat eine Seele. The same soul.
Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Fast auf den Tag, genau vor 13 Jahren, war ich ebenfalls hier in Zuffenhausen. Im strömenden Regen und sehr traurig. Einige von Ihnen werden sich noch erinnern. Es ist der Verdienst von Ihnen allen, gerade in diesen Zeiten, dass Porsche heute stärker dasteht denn je. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Lieber Herr Blume, lieber Herr Meschke, liebe Gäste hier, liebes Porsche-Team und liebe Teilnehmer am Livestream. Der 29. September 2022 war ein historischer Tag für Porsche. Und Porsche ist nicht nur ein Mythos, wie wir gerade gesehen haben, Porsche steht auch für Tempo. Nach nur 10 Wochen freuen wir uns, den nächsten Meilenstein mit Ihnen zu feiern. Heute den Einzug in den DAX. Sehr gerne hätten wir Sie heute hier auf dem Parkett live begrüßt. Leider, das Blitzeis hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Insofern senden wir Ihnen alle hier vom Parkett einen ganz herzlichen Gruß nach Stuttgart. Der Börsengang von Porsche war ein fulminanter Erfolg, trotz eines sehr schwierigen Marktumfeldes. Mit 9,4 Milliarden Euro war es der weltweit zweitgrößte IPO in diesem Jahr. Und bezogen auf die Marktkapitalisierung war es der größte IPO in Europa in diesem Jahrtausend. Und es war die größte Neuemission in Deutschland seit dem Börsengang der Telekom 1996. Und auch die Performance stimmt. Für Anlegerinnen und Anleger hat sich das Investment gelohnt. All das zeigt, Porsche ist auch am Kapitalmarkt auf der Überholspur. Und es zeigt, dass Going Public am Finanzplatz Deutschland listet in Frankfurt für das weitere Wachstum von Unternehmen ein Meilenstein ihrer Strategie ist. Nun, 5 Tage vor Weihnachten, wird nochmal einen Gang höher geschaltet. Denn heute, an diesem Tag, fährt Porsche in die erste Börsenliga, in den DAX, die Top 40 Deutschlands. Ein rasanter Aufstieg in nur 10 Wochen. Ihr erfolgreicher Börsengang und der Handelsbeginn im DAX in wenigen Minuten erinnern aber auch, wie wichtig ein starker Kapitalmarkt für den Standort Deutschland ist. Was für den 911er sein röhrender Boxermotor mit viel PS ist, ist für den Wirtschaftsstandort ein leistungsfähiger Kapitalmarkt. Denn nur ein starker Kapitalmarkt liefert den Antrieb für Wachstum und Innovation. Und nur so können wir die Investitionen stemmen, die Transformation in eine zukunftsorientierte Wirtschaft und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns allen liegen, meistern. Und das zeigt auch Porsche. Auch Ihr Börsengang ist Motor für Transformation. Sie haben angekündigt, dass die Erlöse auch genutzt werden sollen, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben. Meine Damen und Herren, das Signal des Listings wie Porsche ist deshalb so positiv, denn wir wissen, dass der deutsche Kapitalmarkt heute weit unter seinen Möglichkeiten ist. Wir können und wir müssen mehr PS auf die Straße bringen. Auch Porsche hat einmal als Startup begonnen und Kapital benötigt, mit der Vision eines Unternehmers. Wir müssen den Gründern von heute den gleichen Schritt erleichtern und die Finanzierung von Startups und Wachstumsunternehmen in Deutschland stärken. Wir müssen die Vermögensbildung über Aktien stärken, die Finanzbildung in Deutschland verbessern, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Emittenten und für unsere Marktteilnehmer attraktiv und wettbewerbsfähig gestalten.
die in der Politik aktuell diskutierten Initiativen, die Aktienrente, das Zukunftsfinanzierungsgesetz, die Start-up-Strategie der Bundesregierung und der EU-Listing-Act, sind erste und wichtige Schritte auf diesem Weg. Und all diese Maßnahmen werden dazu beitragen, dass mehr Unternehmen dem Vorbild Porsche folgen können. Und wir, die Deutsche Börse, begrüßen diese Initiativen ausdrücklich. Und wir werden alles tun, um den Finanzplatz weiter zu stärken. Aber wir sind uns auch bewusst, dass weitere Schritte folgen müssen, um unseren Finanzplatz dahin zu bringen, wohin er gehört. Wir brauchen einen Aufbruch, eine langfristige Kapitalmarktstrategie für Deutschland. Die Rahmenbedingungen in Europa und in Deutschland müssen dringend und nachhaltig gestärkt werden, denn sie werden die Richtung und die Dynamik in den kommenden Jahren maßgeblich mitbestimmen. Meine Damen und Herren, liebes Porsche-Team, von Porsche ist man Rekorde gewöhnt, nicht nur auf dem Asphalt, sondern auch hier auf dem Parkett. Ich freue mich sehr über diese tolle Erfolgsgeschichte und gratuliere allen, die daran mitgearbeitet haben. Die Aufnahme in den heutigen bedeutendsten deutschen Aktienindex in den DAX, die erfolgt streng regelbasiert. Dazu war nicht so viel Arbeit nötig wie beim Börsengang. Sie ist die logische Konsequenz Ihres Erfolges. Wir sind sehr stolz, eine Ikone wie Porsche auf unserem Kurszettel zu haben. Und ich bin gespannt, wie die Entwicklung von Porsche weitergeht und was wir von dem ikonischen Börsenkürzel P911 noch alles erwarten können. Ich wünsche Ihnen weiter so viel Erfolg am Kapitalmarkt wie bisher. Und damit, lieber Herr Meschke, übergebe ich an Sie nach Stuttgart. Thomas Bog zur hohen Symbolkraft des Einstiegs von Porsche in den DAX, gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Jetzt. Vielen Dank, lieber Herr Burg. Meine Damen und Herren, vor knapp 3 Monaten haben wir die Porsche AG an die Börse gebracht. Heute sind wir schon wieder hier, wenn auch nur virtuell. Die Deutsche Börse hat uns erneut eingeladen. Wir haben gerne zugesagt und wir setzen damit ein Zeichen. Wir stehen zum Handelsplatz Frankfurt. Mit unserem klaren Commitment in einem schwierigen Marktumfeld haben wir gerne dazu beigetragen, den Finanzstandort Deutschland zu stärken. Der direkte Einstieg in die erste Liga des Kapitalmarkts freut uns sehr. Genau wie die breite Akzeptanz der Porsche-Aktie. Unsere Investoren sind global breit gestreut und sehr verschieden. Das Interesse von langfristig orientierten Investoren ist groß. Genauso sind zahlreiche Privataktionäre an Bord. Viele davon besitzen sicher keinen Porsche, aber als Aktionär können nun auch Sie Mitglied der Porsche-Familie sein. Damit haben wir unser Unternehmen, unsere Marke auf eine sehr spannende Weise greifbar gemacht. Der Kurs unserer Aktie hat seit dem Start deutlich zugelegt, trotz globaler Herausforderungen. Das zeigt uns, auch der Kapitalmarkt ist von unserem Potenzial überzeugt. Und ich versichere Ihnen, auch künftig werden wir alles versuchen, unsere Kunden mit emotionalen Fahrzeugen zu inspirieren und unsere Aktionäre mit unserer Performance zu begeistern. Denn es liegt in unserer DNA. Wir wollen immer und überall noch mehr herauskitzeln, im Produkt und bei der Ertragskraft. Im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir eine operative Konzernumsatzrendite in der Bandbreite von 17-18%. Mittelfristig streben wir eine Bandbreite von etwa 17-19% an und langfristig streben wir weiterhin eine operative Umsatzrendite von mehr als 20% an. Die Marke Porsche ist überall bekannt. Die Aktie der Porsche AG aber ist nur hier in Frankfurt notiert. Denn wir sind und bleiben ein deutsches Unternehmen. Wir setzen auch in Zukunft auf Made in Germany und Engineered in Germany. Und Herr Burg, wenn Sie wollen, wir kommen auch gerne noch ein drittes Mal und dann hoffentlich auch wirklich. Damit übergebe ich das Wort an Oliver Blume. Vielen Dank. Vielen Dank, Lutz. Vielen Dank, lieber Herr Burg. Meine Damen und Herren,
Ferry Porsche hat sich einst einen Traum erfüllt und den Grundstein gelegt für den Mythos Porsche, eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Fast 75 Jahre später hat sich auch für uns ein großer Traum erfüllt. Mit dem Börsengang haben wir eine neue Ära begonnen, ein neues, bedeutendes Kapitel der Porsche-Story. Und der heutige Tag zeigt, es ist schon jetzt ein sehr erfolgreiches. Der direkte Einstieg in den DAX, in die Top 40 in Deutschland, macht uns glücklich und stolz. Er ist ein Zeugnis harter Arbeit, eine starke Leistung eines fantastischen Teams. Ein gemeinsamer Erfolg der gesamten Porsche-Familie, von der Entwicklung über die Beschaffung und die Produktion, das Personalwesen, Finanzen und IT und die Geschäftsleitung bis hin zum Vertrieb und Marketing. Und er belegt, unser Kurs stimmt. Investoren finden unser Geschäftsmodell attraktiv und sie wollen den Weg gemeinsam mit uns gehen. Porsche steht für modernen, sportlichen Luxus. Wir definieren diesen Begriff neu. Wir wollen die hohe Begehrlichkeit unserer Marke konsequent verbinden mit Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. Der Börsengang hat Porsche zu einem eigenständigen Unternehmen gemacht. Das bringt uns mehr Flexibilität, um unser Profil weiter zu schärfen. Größeren Spielraum, um noch agiler und noch fokussierter an der Stärkung unserer Luxuspositionierung zu arbeiten. Und uns noch stärker an den Wünschen unserer Kunden auszurichten. Zugleich profitieren wir weiter von den Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Es ist das Beste aus zwei Welten. Eine aus unserer Sicht einzigartige Position in der Automobilindustrie. Und die wollen wir nutzen. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt. Ökonomisch, ökologisch und sozial. Die Träume unserer Kunden zu erfüllen, ist dabei unser Antrieb. Wir sind und bleiben driven by dreams. Nächstes Jahr feiern wir 75 Jahre Porsche Sportwagen. Eine lange Tradition, geprägt von viel Begeisterung. Wir sind stolz auf dieses Erbe, auf unsere Erfolge im Motorsport, unser ikonisches Design, auf unsere ganz besondere Porsche-Kultur. Wir übertragen unser Heritage in die Zukunft. Wir verbinden es mit unserem Pioniergeist, mit Innovation und Fortschritt. Und wir geben dem Mythos Porsche damit neuen Antrieb. Jahr für Jahr. Vielen Dank. So, das traditionelle Börsenläuten, mit dem jetzt also Porsche offiziell in den DAX willkommen geheißen wurde. Als nächstes folgt jetzt noch einmal ganz kurz die Übergabe des Gastgeschenks an Porsche durch den Deutsche Börse Vorstand für Clearing und Handel. Thomas Bock. Herzlich willkommen, Porsche im DAX. Jetzt haben Sie schon das Glockenläuten verpasst, Herr Blum und Herr Meschke, aber wir haben noch ein Geschenk für Sie, das wir Ihnen natürlich übergeben hätten. Und ich zeige Ihnen das mal. Das ist ein Teil unseres originalen Börsenpakettes und unserer legendären Kursanzeigetafel, versehen mit dem jetzt schon ikonischen Börsenkürzel P911. Ja. So, das kommt jetzt in die Weihnachtspost der vielen Geschenke zu Ihnen auf den Weg nach Stuttgart. Und das Börsenkürzel zeigt, die Faszination Porsche lebt wie eh und je. Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Meilenstein in Ihrer Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt und wir nehmen Sie natürlich beim Wort. Sie werden eingeladen werden und wir freuen uns schon sehr, Sie wieder hier und dann live auf dem Parkett bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen und dem gesamten Team von Porsche weiter so viel Erfolg und ich wünsche Ihnen allen hier auf dem Parkett und allen, die uns am Livestream verfolgt haben, bis dahin ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Schöne Worte hier vom
Vorstand für Clearing und Handel Thomas Burg. Einen ausdrücklichen Dank auch nochmal von Seiten der Deutschen Börse an Porsche für das klare Commitment an die Deutsche Börse, an den Finanzstandort Frankfurt. Wir wünschen Ihnen allen Erfolg. Herzlich willkommen im DAX. Ein super Turbo-Einstieg und auf hoffentlich bald wieder. Vielen Dank.